Zur Sache, schönen guten Abend. Wer sein Haustier liebt, der muss zahlen. Und zwar mehr als je zuvor. Die Tierarztkosten sind deutlich gestiegen und einige Hunde- und Katzenbesitzer wissen nicht, ob sie sich ihr Tier noch leisten können. Sascha Macher hat mit betroffen. Attacken auf Kunstwerke, Festkleben auf Straßen. Was wollen die Mitglieder der letzten Generation eigentlich und was davon kann man noch als friedliche Aktion betrachten? In ersten Bundesländern wird gegen die letzte Generation ermittelt, wegen des Verdachts, eine kriminelle Vereinigung gebildet zu haben. Und für Wirbel sorgte jetzt eine bundesweite Razzia bei Mitgliedern der Gruppierung. Was sagen rheinland-pfälzische Anhänger der letzten Generation dazu und wollen sie trotzdem wanken? Justine Chiara Schauerer wartet dringend auf eine neue Leber und es dauert deswegen so lange, weil es einfach nicht genug Organspender gibt. Warum? Das hat Jürgen Schmidt gefragt. Er hat eine Familie getroffen, die gespendet hat und er zeigt, was es heißt, wenn man keine findet. Und bitte treffen Sie eine Entscheidung. Wenn Sie auch mal auf so einer Richterbank wie hinter mir sitzen und Urteile mitfällen wollen, ohne ein Jurastudium absolviert zu haben, dann können Sie das als Schöffe. Momentan werden wieder überall im Land Menschen gesucht, die dieses Ehrenamt übernehmen. Allerdings kritisieren Experten das viel zu lasche Auswahlverfahren. Und so kam es auch schon vor, dass sich Extremisten um das Amt beworben haben. Wie genau werden Bewerber eigentlich geprüft? Und reicht das? Franziska Grote. Aussehen wie auf dem Bild hinter mir. Ja, und trotzdem machten die Kommunen ja bisher Jahr für Jahr Schulden. Das soll jetzt verboten werden. Nur noch ausgeglichene Haushalte ohne neue Schulden will das Land akzeptieren. Ein Riesenproblem für die klammen Kommunen. Leo Kollitsch hat mit einem sehr frustrierten Bürgermeister gesprochen. Tja, denn da ist es ja auch wirklich schön. Das war's von uns. Nächste Woche haben wir feiertagsfrei. Bis dahin finden Sie uns im Netz auf swr.de. Und wenn Sie Lust haben, tauchen Sie doch jetzt mal im Anschluss mit einem Höhlentaucher in die Unterwelt ein. Schönen Abend. Tschüss.